Hi ihr Lieben, heute geht es darum, bei Hitze schön kühl zu bleiben. Zwar zum einen mit der richtigen Kleidung, denn die macht einen großen Unterschied. Und wenn ich mich im Sommer so umschaue, denke ich so oft, mein Gott, die Leute tragen alle die falsche Kleidung. Am Ende des Videos wisst ihr zumindest, wie ihr es genau richtig macht und frisch und locker jede Hitze übersteht. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein paar sehr wirksame Anti-Hitze-Hacks, mit denen ihr wirklich jede Hitzewelle überlebt. Nummer 1, atmungsaktive Materialien. Tut euch bei Hitze keine fiesen Stoffe an, die auf der Haut kleben und für einen regelrechten Hitzestau sorgen. Also alles mit Chemiefasern wie Polyester, Polyamid, Acryl und Nylon vermeiden, im Schrank hängen lassen. Es sei denn, es stört euch nicht, dass euch den ganzen Tag lang ein Hauch von Eau de Schweiß umweht. Ja, auch Denim ist nicht so ideal. Denim besteht zwar aus Baumwolle, einem natürlichen Material, aber es ist einfach zu dick. Jeans-Shorts sehen ja im Sommer sehr cool aus, aber bei über 30 Grad ist das Material einfach zu dick. Die besten Materialien bei Hitze sind Baumwolle, Leinen, Seide, Modal, Tencel und Lyocell. Die letzten drei sind naturähnliche Stoffe, also keine natürlichen, sondern naturähnliche Materialien, die aus natürlichen Rohstoffen wie Holz bestehen, aber dann chemisch aufbereitet werden. Sie sind aber genauso atmungsaktiv wie natürliche Materialien, wie die Baumwolle. Dann sind solche Materialien am allerbesten bei Hitze, die eine grobe Oberflächenstruktur haben, wie zum Beispiel Leinen oder Seersack, also Stoffe, die nicht so glatt sind. Denn der Vorteil ist, dass die Stoffe nicht so auf der Haut auffliegen, sie kleben nicht so. Es kann Luft zwischen Stoff und Haut zirkulieren und das hält einen immer wunderbar kühl. Nummer 2, leichte Materialien. Es macht einen riesen Unterschied, wie schwer der Stoff ist, den man trägt. Trägt man zum Beispiel eine Bluse aus einer leichten Baumwollpopeline, dann ist das sehr viel angenehmer bei Hitze, als wenn die Bluse aus einem etwas festeren Baumwollstoff besteht oder sogar aus Denim, wie anfangs erwähnt. Einfach viel zu dick bei Hitze. Und auch bei Jersey greift man am besten zu etwas dünneren Stoffen. Also ich habe im Schrank ein weißes T-Shirt aus einem etwas dichteren Jersey, was natürlich auch ein Qualitätsmerkmal ist, das ist ganz toll, aber trage ich nie bei über 30 Grad. Bei Hitze greife ich eher zu den günstigen T-Shirts, bei denen am Stoff gespart wurde. Ja, die einfach aus etwas dünnerem Jersey bestehen, das natürlich blickdicht sein muss. Oder so gerade blickdicht. Es gibt ja auch schöne transparente Baumwollstoffe, aber das Problem ist, dass sie einen halt zwingen, noch was drunter zu tragen. Ein weiteres Oberteil, das ist natürlich kontraproduktiv bei Hitze. Ich habe zum Beispiel diese schöne Bluse hier. Die habe ich jetzt spontan dazu geholt, deswegen ist sie ungebügelt. Ich liebe die Bluse, die ist so süß, die hat hier so ein süßes Täschchen. Aber die trage ich so selten, weil ich immer was drunter tragen muss. Also man könnte jetzt natürlich ein Bralette drunter anziehen, das sieht sicherlich gut aus. Das habe ich auch übrigens eins gekauft vor kurzem. Das werde ich mal probieren. Aber wenn man das nicht mag, also nur ein BH drunter tragen und dann gezwungen ist, noch ein dickes Top, also dick, bei über 30 Grad kommt einem ja alles dick vor, dann bringt das auch nichts. Also am besten zu Stoffen greifen, die so gerade blickdicht sind oder wo man halt mit einem nudefarbenen BH darunter gut bedient ist. Drittens, helle Farben. Schwarz sieht ja immer sehr cool aus, ist aber bei Hitze nicht wirklich so eine gute Idee, denn Schwarz absorbiert Wärme. Nicht umsonst sind die Häuser in südlichen Ländern wie Griechenland oft weiß, weil Weiß die Wärme nicht so absorbiert wie dunkle Farben. Also, wenn ihr bei Hitze viel draußen unterwegs seid, lasst die schwarzen Sachen lieber im Schrank. Und auch vor allem bei Cappies, da würde ich auch nicht zu den dunklen greifen, sondern zu einem weißen Cappy oder einem Strohhut, der ist auch hell genug. Auch super bei Hitze sind Prints, ganz einfach, weil man auf ihnen keine Schweißflecken erkennt. Man kann aber auch, wenn man Prints nicht mag, sich eine Slip-Einlage zurechtschneiden und bei einem unifarbenen Teil an der entsprechenden Stelle in den Stoff einkleben, nimmt auch wunderbar die Feuchtigkeit auf. Klingt total schräg, aber funktioniert. Man muss ja niemandem auf die Nase binden, dass man eine Binde unter der Achsel trägt. Gott, mein Wortwitz ist heute nicht zu übertreffen. Viertens, der richtige Schnitt. Achtet bei Hitze darauf, dass der Stoff eurer Kleidung möglichst wenig die Haut berührt. Also Finger weg von enger Kleidung, aber auch von weiter Kleidung, die geschlossen ist, bei der die Luft einfach nicht zirkulieren kann. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine weite Pumphose mit engen Bündchen unten am Bein. Da entsteht einfach ein Hitzestau. Perfekt sind zum Beispiel Maxi-Kleider mit Schlitz. So kommt bei jeder Bewegung ein wunderbar kühlender Luftzug an die Beine. Aber auch bei Oberteilen sind Knopfleisten, Schlitze super, damit die Luft zirkulieren kann. Und bei ärmellosen Tops macht es Sinn, dass sie unter der Achsel so tief ausgeschnitten sind, dass sie die Achsel nicht berühren, denn auch so kann man Schweißflecken vermeiden. Ja, absolut tabu bei Hitze sind
logischerweise Skinny Jeans. Also Skinny Jeans sind einfach der Tod ab 30 Grad aufwärts. Fünftens Schuhe. Auch hier geht es darum, dass die Luft zirkulieren kann am Fuß. Also am besten sind offene Schuhe, die den Fuß möglichst wenig bedecken. Ganz schlecht sind Schuhe aus Gummi oder aus künstlichen Materialien. Auch echtes Leder ist nicht ideal, wenn der Schuh sehr geschlossen ist. Also wenn man ungern offene Schuhe trägt, ist eigentlich ein Stoffschuh perfekt. Also Sneakers aus Stoff und einfach eine dünne Baumwollsocke darin. Man kann auch zum Beispiel, bevor man die Baumwollsocke anzieht, seine Füße so ein bisschen mit Babypuder bestäuben. Dann bleiben sie schön trocken und es müffelt nichts im Laufe des Tages. Sechstens, Accessoires anpassen. Es gibt Accessoires, die bei Hitze einfach sehr unangenehm sind. Beispiel Ringe. Wenn man zu viele Ringe an den Fingern trägt, so wie ich jetzt heute, mache ich immer eigentlich ganz gerne, aber heute sind wir auch so ungefähr 18 Grad entfernt von der 30 Grad Marke. Ja, also es entsteht halt schnell Schweiß darunter und vor allem schwellen die Hände ja immer ein bisschen an bei Hitze, mehr oder weniger. Und das ist einfach unangenehm, wenn man dann Ringe trägt. Also ich würde bei Hitze eher zu tollen Ohrringen greifen. Ohrringe stören nicht, sorgen nicht für Hitzestau oder dergleichen. Es gibt im Sommer ja so tolle Statement-Ohrringe, also die beste Gelegenheit, ein paar tolle Ohrringe zu tragen. Auch bei Handtaschen ist es wichtig, dass ja nicht zu viel Material die Haut berührt. Also sehr breite Riemen sind nicht so ideal und ganz schlecht sind auch so Kettenriemen, wie hier, huch, diese Tasche ist so laut. Solche Kettenriemen, also wenn man die zum Beispiel im Auto liegen lässt oder einfach im Straßencafé in der Sonne, heizt sich so auf, da fügt man sich ganz schnell Verbrennungen am Arm zu. Also am besten sind so kleine Crossbody-Bags, klein deswegen, weil natürlich auch schwere, große Taschen sehr unangenehm sind bei Hitze. Also wenn man nicht so viel Gepäck mit sich rumtragen muss, sind solche Taschen ideal mit einem dünnen Riemen aus Leder oder ich glaube, das hier ist Kunstleder. Perfekt. Am allerschlimmsten sind natürlich bei Hitze Rucksäcke. Da hat man einfach den Hitzestau im Rücken. Es läuft einem der Schweiß den Rücken runter. Ja, schlimmer geht's nicht. Dann komme ich jetzt mal zu meinen Anti-Hitze-Hacks, mit denen man jede Hitzewelle überlebt. Erstens kühlendes Spray. Früher habe ich immer gerne Thermalspray im Kühlschrank aufbewahrt. Ihr kennt vielleicht diese Sprays aus der Apotheke von Avène, La Roche-Posay und so weiter. Gibt es auch in der Drogerie, günstiger. Aber mittlerweile mache ich mir mein Spray selbst, weil es so umweltfreundlicher ist und günstiger natürlich. Ich nehme dann immer eine alte Flasche, meistens von einem Haarprodukt, weil man hier einfach einen sehr feinen Sprühnebel hat. Da fülle ich einfach etwas Wasser ein und dann, je nach Lust und Laune, vielleicht ein, zwei Zitronenscheiben, ein bisschen Minze oder Gurke und schon habe ich meinen DIY Wellness Lifestyle Spray. So, das sprühe ich mir dann einfach mehrmals am Tag, so in den Nacken, auf die Arme und Beine. Und wenn es ganz heiß ist, stelle ich mich dann anschließend vor einen Ventilator. Es gibt nichts Besseres. Kann man auch super mit ins Büro nehmen. Da gibt es vielleicht auch einen Kühlschrank und ja, wirkt einfach Wunder. Zweitens, Tigerbalm. Nutzt man ja sonst eher im Winter bei Erkältungen oder Bronchitis. Aber wirkt auch Wunder im Sommer, wenn man es nämlich auf die Schläfen, in den Nacken, am Handgelenk aufträgt, wirkt das enthaltene Eukalyptusöl wunderbar kühlend. Dann drittens eine Kälteflasche. Man kann ja eine Wärmflasche, die man im Winter vielleicht mal unter der Decke verwendet, umfunktionieren in eine Kälteflasche. Also am besten Wasser einfüllen in den Kühlschrank für ein Stündchen oder einfach in den Gefrierschrank, da geht es dann noch schneller. Ja, und dann einfach tagsüber auf den Schoß legen oder zwischen Rücken und Stuhllehne oder drauflegen. Auch einfach klasse, um sich abzukühlen. Viertens, ein gekühlter Pyjama. Gerade abends beim Einschlafen stört die Hitze ja gewaltig. Und es ist klasse, wenn man einen gekühlten Pyjama anziehen kann. Also Pyjama-Eis gekühlt statt Bommerlunder-Eis gekühlt. Gott, das ist auch wieder so ein Witz, mit dem ich mein Alter preisgebe. Ja, also am besten den Pyjama so für ein Stündchen ins Eisfach reinlegen, rausholen. Ach, es gibt nichts Schöneres. Mit Pyjama meine ich natürlich was Kurzärmliges, Leichtes, also ähnlich wie bei der Kleidung, tagsüber ein atmungsaktives Material, irgendwas Stretchiges. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Hier verlinke ich jetzt mal ein Video dazu, wie man das für seinen Figurtyp perfekte Sommerkleid findet. Und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Modevideos, dann klickt das Glöckchen, dann verpasst ihr nichts und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!